In seiner Aussage vor einem New Yorker Gericht hat der Geschäftsmann Reza Zarrab Präsident Erdogan schwer belastet. Erdogan und Babacan haben die Waqif Bank und Sirat Bank dazu persönlich aufgefordert, bei den Goldgeschäften mit dem Iran behilflich zu sein, so Zarrab. Die New York Times schrieb in einem Bericht, dass es das erste Mal ist, dass der Name von Präsident Erdogan in einem Prozess in den USA auftaucht. Kurz vor den Aussagen hatte Erdogan mitgeteilt, dass sie das Embargo gegen den Iran nicht missachtet hätten.